Hallo und herzlich willkommen zum ersten Finaltag der Bundeschampionate 2021. Für mich ging es direkt von Olympia nach Warendorf. Bin immer noch total geflasht und stolz, was meine Stute Mandy da abgeliefert hat in Tokio. Aber es macht mir auch total viel Freude, mit meinen Nachwuchsstars, den Tonics, hier dieses Wochenende am Start zu sein. Beide konnten sich für das Finale qualifizieren. Gin Tonic konnte sogar die Einlaufprüfung gewinnen. Für uns ging es heute nur ins Dressurwerk und auf den Springplatz, aber in den anderen beiden Disziplinen wurden schon die ersten Titel vergeben. Den Auftakt machten heute die dreijährigen Reitponys. Bei den Stuten und Wallachen ist neuer Bundeschampion Sophies Chanel WE unter Danica Duen. Die beiden gewannen mit der Wertnote 9,1 den Preis des FN-Verlages. Züchter und Besitzer von Sophies Chanel WE ist Reinhard Kramer. Die zweite Ponyprüfung des Tages, gegeben von der Ponyforum GmbH, sicherte sich der dreijährige Hengst Gründleinshofs Gipfelstürmer, ebenfalls vorgestellt von Danica Duen. Die beiden erreichten ein glattes sehr gut, somit die Wertnote 9,0. Züchter von Gründleinshofs Gipfelstürmer ist Cordula Kaus, Besitzer Anneke Beer. Wie auch schon im letzten Jahr hat die FN eine lustige Umfrage gestartet. In diesem Jahr zu dem Thema, wo würde euer Pferd Urlaub machen? Also Kiki wohnt ja gerade als Holsteinerin zwar in der Lüneburger Heide, also eher im Hannoveraner Zuchtgebiet, aber ich denke, sie würde Heimaturlaub machen und durch die Heide galoppieren. So jetzt, wenn die Heide blüht, gibt es nichts Schöneres. Nach Jüst, das ist ja eine Insel, in der Nordsee, da ist ruhig, da ist wenig los. Das wäre so sein Ding, da könnte er ein bisschen chillen und so weiter, weil er immer relativ entspannt ist. Also Mallorca würde definitiv nicht passen. Ja, da sie sehr aktiv ist und einen sehr großen Bewegungsdrang hat, würde sie wahrscheinlich Wanderurlaub machen. Irgendwo in den Bergen oder im Wald. Dufte Biene würde auf jeden Fall einen Skiurlaub machen, weil sie eine absolute Rampensau ist und nach dem Sport gerne noch mal ein, zwei Getränke nehmen würde. Es würde auf jeden Fall an den Strand fliegen, Ibiza oder sowas, weil er für mich einfach so eine Erscheinung ist und als richtiger Beachboy auf der Liege mit dem Cocktail rüberkommt. Nicht nur bei den Ponys wurden die ersten Titel vergeben, sondern auch bei den Großpferden konnten die ersten Bundeschampions verkündet werden. Celeria Equipe präsentiert den Bundeschampion der vierjährigen Stuten und Wallache bei den Reitpferden. Hier siegte Wiebke Hartmann-Stommel mit Feine Bella. Mit der Traumwertnote von 9,6. Züchter und Besitzer von Feine Bella sind die Zuchtgemeinschaft Artmeier, Becker, Delling und Wiebeck. Auch bei den vierjährigen Reitpferdehengsten haben wir den neuen Bundeschampion. Der heißt Vitalos und wurde vorgestellt von Leonie Richter mit der Traumnote von 9,6. Züchter ist Josef Bramlage, Besitzer die Hengsthaltung Helgstrand-Schockemühle. Gegeben wurde dieser Preis von der Femme Baugesellschaft MBH. Im Preis von wetmedpro.de wurde der Bundeschampion der sechsjährigen Dressurpferde ermittelt. Der heißt Forever Valentine und wurde vorgestellt von Thomas Schulze. Mit der Wertnote 8,5 stammt diese Stute aus der Zuchtgemeinschaft ESG Heinrichmann Pötter Schulze und aus dem Besitz von Caroline van Zehle. Wer bei den Springpferden der erste Bundeschampion geworden ist, seht ihr jetzt. Im Idee-Café-Preis einer Springprüfung der Klasse S mit Stechen wurde der Bundeschampion der siebenjährigen Pferde ermittelt. Hier sahen wir einen strahlenden Sieger Richard Vogel auf Cepano Balubé. Dieser steht im Besitz von Firose Kashvi und kommt aus der Zucht von Wolfgang Seemann. Nach fulminanter Runde im Normalparcours waren vier Paare im Stechen.
Und er, Richard Vogel mit Cipano Balubé, war der schnellste und fehlerfreie Reiter in diesem Stechen und hat somit verdient den Titel des Bundeschampions 2021 erreicht. Auch für morgen erwarten wir beste Wetterbedingungen, allenfalls leichte Bewölkung bei 27 Grad. Das waren die sportlichen Highlights des heutigen Tages auf den Bundeschampionaten 2021. Morgen erwarten Sie 14 Entscheidungen, alles live auf Clip My Horse.